Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch. Ja, zu einem neuen Angezockt. Wie ihr seht, Ghostwire Tokyo wollen wir jetzt anzocken. Ich habe schon die Einstellung gemacht, also angezockt noch nicht. Ich habe aber die Einstellung gemacht, da zeige ich euch auch gleich. Ich habe den Performance-Modus, nee, den Qualitätsmodus genommen. Also 30 FPS, habe auch alles in meinem Aufnahmeprogramm daraufhin angepasst. Also habe die Musik schon mal leiser gemacht und habe jetzt ein paar Probeaufnahmen vom Menü gemacht, damit es so okay ist. Und ich habe bei Grafikmodus Qualitätsmodus, unten steht was erklärt. High Friendly Rendering Modus mit aktivem Raytracing maximal 30 FPS. Dann gibt es noch Performance mit hoher Framerate, was ein besonders flüssiges Spiel bieten soll, mit 60 FPS. Und dann haben wir noch High Framerate Modus mit unbegrenzten Frames und grafische Optimierung. Noch höheren Framerate möglich sind, okay. Aber ich habe jetzt erstmal nur Qualitätsmodus. So, dann haben wir mal ein neues Spiel. Wir fangen mal mit leicht an. Deswegen habe ich auch keine Kamera an. Ihr seht es hier unten an dem Logo von Pflanzzelt. Wenn ich mit HDR aufnehme, werden Nicht-HDR-Bilder halt gleich so milchig. Bei lebendigen Körpern geht's nicht. Ich muss mich beeilen, sonst verschwinde ich. Der vielleicht. Ich finde die Grafik auch bei 30 FPS sieht sehr gut aus. Auch die Spiegelung in der Pfütze. Ich habe lieber Qualität. Also ich bin der Meinung, also ich sehe den Unterschied nicht großartig. Denke ich mal bei 30 und bei 60 FPS bilde ich mir ein. Aber ich will halt Raytracing und ich will halt eine geile Grafik haben. Hey! Also ich find's so unflüssig eigentlich. Hey Mann, bleib lieber liegen. Wir rufen den Krankenwagen, ja. Geht's ihm gut? Er sieht ziemlich übel aus. Hey! Ich hab hier null Empfang. Was zur Hölle? Ist wohl doch nicht toll. Was zum... Aufwachen, Kleiner. Ich brauche einen Körper. Und zwar jetzt. Wer redet da? Scheiße. Du willst es mir also schwer machen. Was? Ich muss wohl deutlicher werden. Solange ich hier drin bin, hältst du das schon aus. Und jetzt komm! Was zum... Hm.
Schnauze jetzt, Kleiner. Versteck dich, schnell! Na los, Bewegung! Laufen die denn da jetzt da rum, die Geister, und die anderen Geister wohnen, die anderen Menschen, die wohnen ja zu Geistern jetzt, und die sind noch, die wurden weggebracht. Eingesperrt, was weiß ich. Der Feind. Gehen wir. Wovon redest du eigentlich? Und was bist du? Hör endlich auf, dich zu wehren. Dein Körper gehört jetzt mir. Du bist sowieso schon tot, Kleiner. Wenn ich deinen Körper verlasse, bist du Trostwort. Du hast keine Wahl, Kleiner. Gehorche! Nein, hör auf! Ich muss etwas Richtiges erledigen. Denkst du, mich interessieren deine Probleme? Wenn du deswegen rumheulen willst, suche ich mir einen anderen Körper. Und dann ist es vorbei mit dir. Ja, ich glaube, mal da. Woher? Hier ist keiner mehr. Klugscheißer. Hör zu, ich weiß nicht, wer du bist, aber das ist mein Körper. Und über den bestimme ich. Okay, Großmaul. Dann eben auf die harte Tour. Zeit für dich zu gehen. Verdammt! Wie du willst, Kleiner. Ich spiele mit. Fürs Erste. Aber denk dran. Dein Leben liegt in meinen Händen. Also geh mir nicht auf die Nerven, oder ich verzieh mich. Alles klar? Abmarsch! Kommandier mich nicht rum! Lines. Anfang. Okay. Muss bewegen. Muss laufen. Damit kann ich arbeiten. Der Punkt ist ein bisschen klein. Aber wo sollen wir denn jetzt hin? Ah!
können nicht weg. Tu, was ich sage, wenn du leben willst. Füll die Energie in deinen Fingerspitzen. Lass sie dann mit einem Schlag raus. Gut gemacht. Weiter so. Du solltest blocken, Schläge abzuziehen. Gar nicht übel. Und jetzt mach den Rest. Was war das denn? Diese Macht. Ohne mich hättest du keine Chance gegen diese Viecher gehabt. Sag mal, hattest du nicht irgendwas Wichtiges zu erledigen? Stimmt. Ich muss zu meiner Schwester. Warst du auf dem Weg zu deiner... Schwester, als du den Unfall hattest? Wir sollten einen großen Bogen um den Nebel machen. Zurück zum Thema. Warst du auf dem Weg zu deiner Schwester, als du den Unfall hattest? Sorry, aber ich rede nicht mit Typen, die von mir Besitz ergreifen wollen. Wie du meinst. Was bist du überhaupt? Du zuerst, dann erzähl ich's dir. Mann. Die Stadt sieht übel aus. Hätte nicht gedacht, dass es so schlimm wird. Was ist da drin? Was zu essen. Man nimmt, was man kriegen kann. Wir dürfen nicht wählerisch sein. Da ist was dran. Nicht mehr Shibuya. Nicht verfügbar. Hier. Was zur Hölle ist das? Materie von der anderen Seite. Manchmal sickert sie zu uns rüber. Probieren geht über Studieren. Welche andere Seite? Als könntest du ihre Energie absorbieren. Deine Schwester ist hier Patientin? Ja. Ganz schlechtes Timing. Sie liegt im vierten Stock. Ich höre gerade was. Ich
glaube, der Lautsprecher ist im Spiel auch an. Aber bei Soundoption war keine Möglichkeit, den Lautsprecher vom Controller auszuschalten. Schon musste mir mal was eingießen, am trockenen Hals. Hier waren mal so viele Leute. Und jetzt sind sie alle weg. Doch, das ist ja Controller. Sprachausgabe. Sprache Deutsch, Ausgabe Deutsch. Okay, also ich habe hier leider nichts. Was machen die da? Sie sammeln Seelen ein, die von ihren Körpern getrennt wurden. Wozu? Um sie in die Unterwelt zu zerren oder sie zu verschlingen. Wer weiß. Für diese Seele kommt jede Rettung zu spät. Ein bisschen Echo habt, wenn der quatscht, also das, was in der Hand ist. Nicht wundern, das kommt vom Controller, aber wie gesagt, ich kann den nicht ausschalten. Warte mal. Noch haben diese Wesen uns nicht bemerkt. Bleib geduckt und schleich dich von hinten an. Niemals deine Angst die Oberhand gewinnen. Klar. Mittlerweile kannst du schon richtig gut mit meiner Kraft umgehen. Schön. Pass auf. An solchen Orten wimmelt es nur so von diesen Wesen. Was sind sie? Wir nennen sie Besucher. Was auch immer du tust, nimm dich hier bloß in Acht.
Toll. Jetzt versuch's mit einem Aufschub. Du hast ihn nicht komplett aufgeladen. Jetzt reiß den Kerl raus! Nicht schlecht. Cool. Das sind quasi ihre Herzen. Reiß sie raus und sie sind erledigt. Der Einstieg ist schon ja nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Pass auf, sie sind hier. Füll deine Energie mit kristallisierten Äther auf. Zwei gleichzeitig ausziehen. So, dann gehen wir mal hier rein. Was wir hier finden. Also die Steuerung, also da muss ich gucken, dass ich die noch was härter mache, die ist mir zu weich. Der Analogstick, sagen wir mal so. Ich habe ein mieses Gefühl. Was ist das? Uff. Immer wachsam bleiben. Was war das?
ist da. Ich war doch gerade, was? Ich hab doch was gesehen. Hier ist es gefährlich. Ich bin spannend hier jetzt. Ach du Scheiße, was ist denn hier? Seite berührt und doch bist du am Leben und unversehrt. Es gibt wohl kaum eine bessere Beobachterin. Damit ist mein Plan perfekt. Rühr sie nicht an! Und wer bist du? Na, der Bruder, du Idiot! Noch jemand. Du. Unwissender Narr. Ich habe deinen Geist von seinen Ketten befreit. Doch noch immer klammerst du dich an einen Körper. So sieht's aus. Und jetzt krieg ich dich. Faszinierend. Ist es reine Willenskraft? Bedauerlicherweise muss das warten. Ich sagte, rühr sie nicht an! Sie ist deine. Hab keine. Ich werde sie erlösen. Klar, wenn du hier liegen bleibst. Es sind irgendwas 3 Sekunden in der echten Welt vergangen. Noch ein Atemzug und das war's. Nein,
darf noch nicht sterben. Du hast nur einen Ausweg. Gib mir deinen Körper und ich rette deine Schwester. Du erwartest, dass ich dir vertraue? Ich zwinge dich nicht. Aber wenn du stirbst, überlässt du deine Schwester diesem Bastard. Ende. Werde ich verschwinden? Keine Ahnung. Versuch's mit Beten. Sie heißt Mari. Und ich bin Akito Isuki. Jetzt stellen wir uns vor. Na schön. Nenn mich KK. Den alten Namen gibt's nicht mehr. KK. Bitte hilf. Mari. Das ist noch ein bisschen sehr verwirrend, ey. Und mir hängt sie ständig in den Ohren, dass ich es zumachen soll. Heuchlerin. Komm schon, reiß dich zusammen. Ich bin immer noch hier. Kannst dich glücklich schätzen. Siehst echt hübsch aus, Kumpel. Fresse! Also, du lässt mich jetzt deinen Körper benutzen, ja? Das habe ich nie gesagt. Und ich bin immer noch hier. Was? Machst du jetzt einen Rückzieher? Das habe ich nicht gesagt. Wie du meinst? Ist doch recht gemütlich hier drin. Weißt du, wohin das Arschloch meine Schwester gebracht hat? Wenn sein Plan aufgehen soll, muss er so ein Ritual durchführen. Dann müssen wir nur wissen, wo... Mach mal halblang. Der zerquetscht dich wie eine Fliege. Eins nach dem anderen. Wir müssen erst noch woanders hin. Also wir sind immer noch in Kapitel 1, der Anfang. Ich würde aber dann mit dem Video jetzt hier erstmal Schluss machen. Ich würde nämlich gerne nochmal aufnehmen. Hoch dann nochmal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde so in etwa. Und da... Grafik, ich würde nämlich gerne den Modi
noch umstellen wollen. Hohe Framerate mit besonders flüssiger, maximal 60 FPS. Modus mit unbegrenzter Framerate und grafischen Optimierung. Ich werde mal den Modus mit unten den in grün nehmen. Beim nächsten Mal, weil ich kann sowieso eine 60 FPS erreichen. Mein Fernseher hat 60 FPS, der Monitor hat 60 FPS, die Capture-Karte kann nur 4K mit 60 FPS aufnehmen. Also von daher habe ich nur 60 FPS bei 4K. Und dann gucken wir mal, was dabei machbar ist. Würde ich sagen. Also bis jetzt hat mir das Spiel schon sehr gut gefallen. Also ich war eigentlich skeptisch am Anfang, aber jetzt mit Geistern und Story und vor allen Dingen Deutsch, Audio-Deutsch, herrlich, herrlich, aber bei Sony spielen, also. So, also da bin ich mal jetzt gespannt, wie das jetzt weitergeht. Ich werde euch das Video dann oben in die Infokarte verlinken. Wir werden dann nämlich gleich weiter mit dem HFR-Modus dann machen. Mal gucken, wie da aussieht. Würde mich auch ein bisschen Feedback von euch freuen, was ihr sagt, welches euch besser gefallen hat und ja, dass ich da mal weiß, was euch da so besser gefällt. Aber ich bevorzuge ja eigentlich immer den Qualitätsmodus. Auch bei Horizon Forbidden West zum Beispiel bevorzuge ich den Qualitätsmodus. Aber ich würde gerne mal von euch wissen und ob ihr einen Unterschied seht. Wichtig ist dabei, ihr werdet nur einen Unterschied sehen, wenn ihr das auf einem 4K-Monitor bzw. 4K-Fernseher guckt. Wenn ihr kein 4K habt oder auf dem PC, da muss aber 4K und HDR aktiviert sein im Menü, weil sonst kriegt ihr hier keine HDR und wenn das halt nur begrenzt auf 1080p ist, kriegt ihr da halt auch nicht die komplette Grafik zu sehen. Wird ja dann von YouTube alles runtergeregelt, so dass ihr das vernünftig sehen könnt. Ich werde das Video ohne Intro und Outro hochladen. Beim nächsten Video werden wir das auch so machen. Mit einer passenden Frame, mit einem Videobitrate nehme ich auf und alle drum und dran. Das war wirklich, weil YouTube rendert das sowieso noch, dass ihr so nah wie möglich an dem Ergebnis seid, wie ich es hier vor mir habe. Und sah wirklich ganz gut aus. Außer jetzt das am Spiegel. Ja, da gebe ich zu. Das sah ein bisschen krischelig aus. Aber vielleicht ist das ja ihr wollt. Müssen wir mal gucken. Also ich bin mal auf den nächsten Modus gespannt. Also ich würde mich freuen, wenn ihr den auch guckt. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns gleich im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.